Rivelia. Der hat gesagt, es sieht nach Ärger aus. Ihr? Never. Hier habe ich doch schon alles gemacht. So, hier soll ein Phönix sein. Reveli. Reveli. Deke hat gesagt, hier könnte ein Phönix abgestürzt sein. Oder unterwegs zumindest. Warum ist das markiert? Vor allem wie? Ich kann mit dem Touchpad kann ich meine okay, verstehe. Haben wohl ein neues Feature eingebracht. Aber warum muss ich denn hier lang? Warum schickt mich die Karte hier entlang? Reveli. Das ist doch sinnlos. Niemand lasst ihr uns gefängt. Was ist das? Was ist das? Contingo! Contingo! Diesen Kampf überlebst du nicht. Contingo! Alter. Sie gerade den. Ich wisch gerade mit dem Boden mit dir und du sagst zu mir, ich werde es bereuen. Warte, was? Warum kann ich da reinrutschen? Na okay, von mir aus. Ich will tatsächlich jetzt hier mal Phönix mitnehmen. Die spricht ja gar nicht mehr. Das ist ja... gemein. Das finde ich gemein. Eine Blockade. Rookwoods Wilder sind schon hier. Revelio. Könnte der Phönix da drin sein? Contingo! Niemals. Contingo!
Na kommt her, Spinnchen. Hm? Das ist gemein. Ja, ich bin halt eher der Ausweichtyp, was das angeht tatsächlich. Fort mit den Viecher. Ich habe keine Ahnung, was das alles gewesen ist. Rebellion. Wie sie alle da einfach nur stehen und warten, dass ich vorbeikomme. Wir werden dem Phönix auf. Nein, such weiter. Weil eine einzelne Feder einbringt. Stell dir den ganzen Vogel vor. Klatsch! Gepinkt! Ich sag dich so! Hier ist irgendwie. Verbringt! Kruzio! Ich finde diese Kombi super. Da hat sich irgendwas getriggert. Irgendwas wurde da getriggert. Rebellion. Oh, okay. Hätte ich persönlich zwar jetzt nicht gemacht, aber das hinterfragen wir jetzt mal nicht. Protego! Confringo! Defingo! Grazio! Defingo! Naja. War jetzt nicht unbedingt was Besonderes. Rebellion. Kann ich nicht einfach hochfliegen? So, da geht's auf jeden Fall weiter. Mehr Wilderer? Wie viele denn noch? Genug zum Spaß haben. Das ist alles, was wir heutzutage in der Schule lernen. Alter, du kriegst jetzt ein Crucio ab, du Wichser. Für die Frage. Crucio.
Scheiße. Eine Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt, Rebellion. Ah, sei nicht so sauer. Das machen wir theoretisch im Raum der Wünsche ja auch nicht anders. Der Phönix. Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Revelio. Kann ich den nicht einfach mitnehmen? Hättest du mal nicht so blöd geguckt wie so ein Affe, sondern mal einen Zauberstab gezückt. Dann wäre das durchaus schneller gegangen. Naja, was will man machen? Oh mein Gott. Deine Reise ist vorbei. Einfach weil er sich nicht bewegt, weil er sich bewegt. Sausack. Den haben sie doch extra. Die Tierwesen sind jetzt sicher. Rebellion. Das sagst du. Aber wer sagt, dass sie auch vor dir sicher sind? Na klar. Da ist er wieder. Arresto Momento. Ah, ich dachte, ich könnte ihn mal aufhalten oder so, aber nein. Revelio. Komm, trink. Ich glaube, da muss ich lang und da gibt's Loot. Und Fights und Kämpfe. Revelio. Das war schwach. Das war wirklich schwach, dass da nichts ist. Danger. Beware of spiders. Warum muss ich dieses komische Vieh jetzt jagen? Oh, machen wir es so. Fertig. So. Ach, Beine sind einfach zu viel. Das ist korrekt. Hatte ich nicht noch eine Stoppuhr gestellt, damit ich nicht ständig hier Dingsbums gucken muss? Ne, ich hatte es vor. Gut, ich habe keine Ahnung, wie lange wir unterwegs sind. Ja, guck mal, das passt doch. Ich denke mal, dann werde ich auch für heute Feierabend machen.
Es ist immerhin Montag und eigentlich mache ich da nicht so lang. Na gut, es ist erst 7, also. Ja. Wusste ich, finde dich. Ah, oh, die war doch eigentlich ganz nett. Die hat sich jetzt nicht böse angehört. Warum fängt mein Controller an dauerhaft zu bewegen? Ich habe Fragen. Viele Fragen. Der hört halt einfach nicht auf, ne? Ich will halt auch alles mitnehmen. Weihnachtsbaum. Reveli. Hier haben sie einen Weihnachtsbaum versteckt. Kann man mal machen. Oh Mann. Controller ist gebuggt. Das bedeutet, er hört jetzt nicht auf zu vibrieren. Das ist sehr befremdlich. Ich kann mich... Helfen. Ich bringe dich in Sicherheit. Bringen wir dich zum Raum zurück. Ja, ich darf mich freuen. Machen wir auf jeden Fall. Oh, Gott sei Dank hat es aufgehört, als ich die Höhle betreten habe. Das war ja nicht mehr gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Na, man weiß doch, wo du rauskommst. Oha. Au. Au. So, weg mit den Viecher. Bei Skyrim hat es mir tatsächlich mehr Spaß gemacht, die Spinnen zu besiegen, weil ich dadurch halt auch Gifte bekommen habe. Was mir dann später doch geholfen hat.
Revelio. Lumos. Das verstehe ich nicht. Revelio. Das habe ich nicht verstanden. Schickt. Jetzt geht's zu und ich komme wieder raus. Ja. Das ist doch eine Partie Zauberschach. Bin ich jetzt weiß oder bin ich schwarz? Die Frage ist, was ist was? Akir! Akir! Imperium Leviosa! Das kannst du bei mir vergessen. Revelio. Außer... Ich setz den hier. Warte mal. Ach hier. Regatum Leviosa. Ach hier. Dahin. Aber der passt einfach nicht. Revelio. Weil das sieht für mich halt eher aus wie so ein Läufer, also einer, der halt schräg kann. Oder muss ich schwarz Schachmatt setzen? Och nee, darauf habe ich keinen Bock jetzt. Bei aller Liebe, ist mir zu viel. Wenn ich halt wissen würde, welche Farbe ich spiele und ich wissen würde, was die machen, dann wäre das tatsächlich in Ordnung. Aber ich kenne die Figuren von Zauberschach nicht wirklich. Das ist schon zu lange her. Deswegen weiß ich halt nicht, was jetzt die Kleinen mit dem... mit dem Schild sind. Ob das Türme sind oder ob das Springer sind oder ob das Bauern sind. Wahrscheinlich eher Bauern. Tränke sein. Fanden Sie den Phönix? Ja, Deke. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir. Mit der Maske. In Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Deke kann es kaum erwarten.
behalten Sie sie. Die Maske sieht so dämlich aus. Ich würde sie Deke schenken. Der hat sich's verdient. Das ist ein guter. Gut, dass Professor Weasley und Deke Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deke. Vielen Dank. Deke ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deke Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deke sich so friedlich wie seit Jahren nicht mehr. Deke wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen. Kann ich dir nicht was schenken, dass er A frei ist und er sich aber trotzdem aus freien Stücken mit, also aus freien Stücken mir hilft? Dann wäre das ja so ein freundschaftliches Angestelltenverhältnis. So habe ich immer so das Gefühl, dass er so ein bisschen halb mein Sklave ist. Was die Hauselfen ja halt nun mal sind. Traurigerweise. Naja, hier ist mal kurz. Ach, zum Glück habe ich diese komplette Woche Frühschicht. Da kann ich dann jeden Tag mal so 3-4 Videos aufnehmen. Ich würde sagen, wir machen Feierabend für heute. Ich will jetzt noch was essen. Und bin echt im Eimer. Montags halt, ne? Alles klar, hier Leute. Macht's gut, war schön. Tschüss.